VfL Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg oder 6 Punkte gegen 0 Punkte. Denn die Osnabrücker legten gestern einen ganz, ganz starken Tag hin. Die Kölner gegen Köln gewannen die Osnabrücker mit 4:3 und besiegten dann die starken Herthaner mit 4:2. Also auch 8 Tore in 2 Spielen erzielt und 6 Punkte geholt. 1. FC Nürnberg mit 0 Punkten verlor gegen Hertha BSC Berlin mit 1:3. Und auch die zweite Partie gegen 1. FC Köln ging, wenn auch mit einer guten Leistung, mit 4:3 verloren. Jetzt die Nürnberger aber mit der ersten Chance der Partie, aber der Ball abgewehrt. Nachdem Thomas Winkelbauer es versuchte. Die Mühlis, das nochmal kurz ein Nachtrag zur Gruppe 1, sind Gruppenzweiter. Die Hamburger hatten ihr zweites Spiel mit 2 Toren Unterschied gewonnen. Jetzt die Chance für Osnabrück. Geklärt der Ball da. Also die Hamburger Gruppenerster. Die Münchner-Auswahl auf Tabellenplatz 2. Dritter die Bayern und Platz 4. Geht dann Werder Bremen. Allein das schon, egal wie das Achtelfinale ausgeht, für Mühlkreis-Auswahl überragende 3 Spiele gemacht. Jetzt aber zur Partie in dieser Gruppe 2. Felix Agu hier mit dem Ball gewinnen. Die Osnabrücker gestern, wenn nicht dabei war, körperlich nicht so stark wie andere Mannschaften, dafür aber technisch. Das war im zweiten Spiel zu erkennen. Die haben die Berliner kaum an den Ball kommen lassen, selbst unter dem Pressing der Herthaner. Den Ball immer wieder gehalten. Viele, viele gute Einzelaktionen, Dribblings. Wir schauen, wie das am heutigen Sonntag sich weiter gestaltet. Jetzt der erste Schussversuch von Aftiyai, der gestern auch schon ein paar Mal getroffen hatte. Jetzt der Abpraller landet bei Tim Möller und der Netzein, dem es Jona Breulmann erst versucht hatte. 1:0 für die Osnabrücker. Tim Möller für den TV Osnabrück in der 5. Spielminute, es heißt 1:0. Jetzt Möller schon wieder auf der anderen Seite aktiv, verliert den Zweikampf jetzt aber. Schussversuch! Und der Ball ist im Tor. 1:1. Julian Richter. Julian Richter mit der Nummer 14 und im Ausweich für den Club 1. So.
Eckball wieder für die Nürnberger. Jetzt aber quer gespielt, aber dann die Ballmitnahme etwas zu weit vorgelegt. Schussversuch über das Tor. Also, hier ist jetzt wieder etwas Ruhe eingekehrt in dieser Partie, nachdem Gruppe 1 losgeballert hatte. Die Nürnberger spielten ja vor 2 Jahren ein richtig starkes Turnier. Bis ins Finale spielten sie sich durch, hatten nach bisher einen tollen Auftritt hingelegt und verloren dann das Finale mit 1:6. Damals gegen den VfB Stuttgart. Im letzten Jahr sagte Trainer Bischoff, das schmerzt immer noch. Erklärte das Ganze ja mit schwindenden Kräften über so ein Turnierwochenende. Trainer Bischoff, ganz, ganz sympathischer Zeitgenosse. Sehr beliebt hier bei den Verantwortlichen des Turniers. Ein akribischer Trainer sein, auch im Vorbild für dieses Hallenturnier. Auch während der Spiele in der Nachbetrachtung. Immer wieder mit Analysen, Erkenntnissen. Jetzt die Chance für die Osnabrücker. Afdiay, der gestern schon uns begeistert hat mit Toren. Erzählt jetzt das 2:1. Damit schraubt in der Blitztabelle der SFC Nürnberg weiter mit 0 Punkten. Jetzt der Ball aber geklärt. Gegenangriff 2 gegen 1. Vielleicht sogar 3 gegen 1, wenn es schnell geht. Er macht es aber alleine. Und jetzt Böhm. Die Nationalmannschaft haben wir heute auch in der Partie. In den Nürnbergern. Claudio Colonna dabei. Ist jetzt nicht mit ins Trainingslager nach La Manga gereist, der U16. War aber auf Abruf nominiert. Heißt, er ist im Blickfeld des Bundestrainers. Auf jeden Fall da. Der natürlich auch über dieses Turnier informiert ist. Jetzt der nächste Fehlpass, das war Colonna. Jetzt Jansen, der sich da durchsetzt an der Bande. Und jetzt gibt es Freistoß. Hat sich Jansen wehgetan beim Sturz. Es wird aber keinen 9 Meter geben, sondern einen Freistoß. Aus der Ecke. Ja.
Jetzt ausgeführt und dann etwas zu schwach gespielt. Da ist Agu. Spielt den Ball auf. Afdiay. Jetzt der Konter für die Nürnberger. Da muss es schnell gehen. Abschluss erfolgt und das war eine knappe Geschichte. Winkelbauer mit dem Schussversuch. Afdiay wieder. Das war gut geklärt. Von Nils Jansen, der sich schon wieder erholt hat von seinem Sturz. Das ist Agu. Wieder Agu. Der den Wettbewerb Frisur des Turniers auf jeden Fall schon gewonnen hat. Gestern schon gesagt, macht sich dadurch auch 20 cm größer. Wieder Schussversuch. 3,5 Minuten vor Ende der Partie. Gute Parade von Laurenz Beckemeyer, dem Keeper der Osnabrücker. Beide Vereine noch sieglos beim Freeway Cup. Osnabrücks größter Erfolg war eine Halbfinalteilnahme. Ganze vor 2 Jahren. Wer ist jetzt in Nürnberg? Sogar 2-mal im Endspiel. Konnte aber keines dieser Partien für sich entscheiden. Nehmen wir nochmal mit dem Versuch und das war eine große Möglichkeit zum Ausgleich, um zumindest den ersten Punkt hier zu ergattern. Maximilian Bergler. Jetzt die Osnabrücker wieder. 3-2 Überzahl. Ah, spielen das da nicht ganz vernünftig aus. Aber bleiben zumindest im Ballbesitz. Es bleibt weiter bei 3-2. Das war ein Foulspiel von Loren Diebra. Die letzte Spielminute läuft. Auch dieses Spiel ist klar. Diebra wieder. Auch technisch ein guter Eindruck. Jetzt aber der Fehlpass. Bügelt das selber wieder aus. Jetzt mal ganz nah vor das Tor gespielt. 10 Sekunden sind noch zu gehen. Jetzt die große Chance für Osnabrück, alles klar zu machen. Und der Captain macht es wunderschön. Robin Joel Kamp. Klasse Treffer. Und das Spiel ist vorbei. Der Osnabrück marschiert durch diese Gruppe mit 9 Punkten und ist jetzt schon Gruppensieger. Der Gruppe 2. Bis gleich.